Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Path of Exile. Wir sind noch in der Bestiary League, aber ich habe jetzt ja längere Zeit halt Pause gemacht mit dem Let's Playen. Jetzt möchte ich wieder zurückkehren und euch einfach mal ein Bild zeigen, der ich jetzt einfach mal so ein bisschen ausgedacht habe. Ich habe ja schon mal ein Blutbogenbild gemacht in einem der Let's Plays und es geht relativ gut. Ich habe jetzt einfach mal das Bluten hier genommen und sonst eigentlich noch nichts und trotzdem ist das Bluten schon extrem stark. Jetzt gehe ich einfach hier unten durch. Ich nehme noch das mit und natürlich blutrote Tanz zuerst und dann noch ein bisschen hier von, genau, roter Sturm. Dann mal schauen, vielleicht hier noch ein bisschen. Aber vor allem möchte ich ja einfach mal testen, weil ich habe einfach den Scharfschützen nehmen wollen, also Scharfschützen, und habe gemerkt, der hat ja Bluten, da könnte ich vielleicht ein Bild draus machen. Es ist leider nicht so stark. Und ja, es ist halt auch ein bisschen anders, also ich müsste auch ein bisschen auf Crit gehen vielleicht, weil es ist auch nicht 100% mehr, nein, 80% mehr. Ist jetzt auch nicht ganz so gut. Ja, einfach mal austesten und ein bisschen üben, weil in der neuen Liga, die jetzt am Ball kommt, in einem Monat ungefähr, ja, in einem Monat und 10 Tagen ungefähr, möchte ich dann Rain of Arrows machen und das ist wahrscheinlich dann ein bisschen besser. Aber ich finde den Bild eigentlich relativ cool. Ja, wenn ihr mir Tipps habt, dann wäre ich natürlich gerne, könnte ich da wirklich noch ein bisschen mehr rausbringen aus dem Bild. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich Projektilempfindlichkeit nehmen soll oder ein anderer Fluch, der mit dem Bluten. Ich muss ihn aber zuerst haben, also ich könnte ihn mal noch kurz holen, bevor wir da zum schweren Boss kommen. Weil der ja immer so nervig ist. Also, bei ihr kann man... Ne, bei ihm... Hallo? Okay. Nein, es ist Akt 6. Okay. Ja, dann habe ich wahrscheinlich den noch nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie der Fluch heißt. So genau. Keine Ahnung, aber den möchte ich schon noch reinnehmen. Ja, wir haben keinen roten Fluch jetzt gerade hier. Wird wahrscheinlich ein bisschen knapp. Ja. Na gut, dann halt nicht. Vielleicht hier noch. Nee. Also dann legen wir los, halt ohne den Fluch noch, bis ich ihn habe. Akt 6, ja. Okay. Also schade, also ich habe jetzt einfach mal, ja, ab und zu mit dem gespielt. Ich will jetzt natürlich wieder mehr spielen durch das Let's Play. Weil, ja, ich komme immer weniger zum Path of Exile Livestream, weil ich halt noch andere Projekte mache mit mehr Multiplayer-Anteil. Und deshalb ist es ein bisschen schwer, da noch weiterzumachen in Livestreams. Aber dafür habt ihr jetzt noch Let's Plays und die könnt ihr dann immer wieder schauen oder ganz schauen, wenn ihr Zeit habt, weil es sind ja Videos und die sind auch immer da. Zwar sind meine Livestreams auch immer da, aber sie werden halt nicht gerade so viel nachgeschaut. Was ja auch nicht gerade so entdeckbar sind. So, ich brauche leider nochmal Intelligenz, deshalb nehme ich mal den mit, damit ich noch Schwächen reinbringen kann. Und ja. Es ist längere Zeit schlecht gegangen mit Streuschuss oder wie heißt der? Pfeilfächer halt einfach. Und jetzt geht es schon viel besser, also die Gegner sterben auch durch das Blut. Da wurde schon ein bisschen geholfen wieder meinem Bild.
Und übrigens habe ich auf dem ja, Ballista habe ich noch Brutalität, glaube ich, oder nenne ich. Das ist immer der Name. Okay. So. Muss wieder ein bisschen Tab drücken. Ich habe irgendwie nicht so das im Kopf. Blutlust heißt es. Also der Ballista macht noch mehr Schaden an blutenden Gegnern. Und deshalb verwende ich den auch ab und zu. Jetzt, wo es ein bisschen leichter ist, weil halt einfach der Schaden ein bisschen höher ist, brauche ich es jetzt nicht ganz unbedingt so viel. Aber bei Bossen halt und ja. Und ich brauche noch Mana. Ich weiß nicht, wie ich um gut Mana komme. Ah, ich weiß wie. Ja, da muss ich warten, bis das nächste Level da ist. Es gibt einen Nord da ganz rechts vom Ranger mit Mana Leech. Genau. So, also mir gefällt der Build. Ist eigentlich auch recht stark. Also sonst habe ich nicht so tolle Killspeed und so. Allgemein der Speed ist halt recht groß. Und ja, ich habe Hast zur Verfügung, das ist auch super, Tast zu spielen. Und ich werde sicher auch noch mit Walhast dann spielen. Und auch Walhast manchmal verwenden. Der geht dann richtig ab. Und so macht einfach ja, Path of Exile. Ich bin immer noch Minecraft. Macht es halt einfach richtig viel Spaß, wenn es alles so schnell ist und ja, ich einfach Freude habe dran. Irgendwie. Ah, da. Okay. Gut, dann sind wir gleich beim Boss. Ja, die Elementarwiderstände muss ich noch höher machen und ja, das Leben eigentlich auch noch. Kommt noch einiges auf dem Bild zu. Aber immer ist toll. Ich habe dann wirklich noch einen Bogen mit Farshot, Lioness Glare. Aber der ist Level 66. Das geht noch einige Zeit. Und dann mache ich wirklich viel Schaden auf Entfernung. Ich weiß gar nicht, 40% mehr Schaden oder ich weiß gar nicht, was Farshot genau ist. Einfach mehr Schaden, je weiter der Pfeil fliegt. So, ja, dann gehen wir zum Boss. Aber bitte nicht wieder rein, das ist ein zu großes Tor hier. Okay. Juju. Danke, Baracke, dass du mich nicht ausweichen lässt. Ich hasse diesen Boss. Der ist einfach nicht gebonost. Ja. Macht einfach so viel Schaden auf. Einfach Baracke, mit Baracke kann man nicht gut ausweichen. Das ist das Schlimmste. Ich mach das ein bisschen anders. Nicht, dass ich immer zu wenig Mana habe. Ja, mein Hassboss. Es gibt keinen Boss, der weniger Schaden macht an dieser Stelle, wo man den Boss auch erreichen kann. Weil man hatte immer so ungefähr einen Akt 5 am wenigsten Leben. Man hätte schon viel mehr Leben. Aber ja, ich bin ja eher ein offensiver Spieler und deshalb sterbe ich meistens bei dem. Einfach zu viel Schaden. Er macht mit so vielen Attacken so viel Schaden, dass ich One-Hit bin. Das ist ein bisschen zu extrem. So, komm. Ja, sicher. Ja, der Bild geht noch nicht so gut bei diesem Boss. Ja, sicher. Ich betreib's nicht. Immerhin kann ich das ausweichen. Ich habe halt keine Wahlfähigkeit. Ich
könnte irgendwie Wahldoppelschlag schon gebrauchen, aber ich habe ja einen Bogen. Na gut. Komm. Ja eben, ich brauche noch ein bisschen Hilfe beim Bild verbessern. Eventuell muss ich an ein paar Sachen zurücksetzen. Aber es ist gut, dass ich immer wieder Bluten verursache. Ja, hier kann ich jetzt gerade gar nicht ausweichen, weil ich jetzt auch Baracke verwendet habe. Ach, komm. Übertreib nicht, ey. Na. Ja, als Bogencharakter steht man eigentlich am öftesten hier. Das ist mir auch schon aufgefallen beim anderen Bild von der letzten Season mit dem Bogen. Der Baracke-Kämpfer, also der nur Baracke eingesetzt hat. Und ja. Da bin ich auch, glaube ich, zwei, dreimal gestorben. Weil als Fernkämpfer hast du immer so wenig Leben, weil du echt erst viel später an Leben kommst. So richtig gut. Ich kann wirklich schon ein paar Lebennotz machen, aber dann habe ich keinen guten Blutungsschaden. Und ja. Ach, die Kugel. Also so einen Angriff zu machen, ich weiß auch nicht, was die Entwickler haben. Man muss immer so extrem auf Tank spielen. Das mag ich überhaupt nicht. Naja. Komm, lass mich mal weitermachen. So. Ja, dreimal gestorben. Glaube ich, oder? Viermal, weiß ich noch nicht. Aber trotzdem, ja, ich könnte es besser machen, aber es ist ja 5:49 Uhr, ich bin total müde, ich konnte nicht ganz so gut schlafen und alles. Und ja, ich muss ja halt einfach Videos machen. Weil ich auch ein bisschen mit euch irgendwas ja, zeigen will. Ich will halt schon öfters Video machen noch. Ich mache hier schon genug Livestream. So, aber ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Ich habe die meisten schon zweimal. Ja, Kollateralschaden eventuell. Ja, ich werde Frostpuls auch nicht nehmen. Kollateralschaden. Ich glaube, von dem habe ich noch keine, oder habe ich? Ne, ich habe noch keinen. Hä? Gut, habe ich eine gute Wahl genommen. Weil Shrapnelschuss könnte ich vielleicht auch mal spielen, aber ja, es ist eher ein Einzelangriff. Habe ich nicht so gerne. Dann eher irgendwie Explosionsschuss oder so etwas. Keine Ahnung. Ja. Ich hoffe, dass der Bild jetzt einfach langsam so ein bisschen stärker wird, dadurch, dass wir dann zu diesen einen Not kommen. Muss ich ja mal noch kurz schauen. Das ist Pay, das ist nicht so gut zum Kurztasten machen, also eben der hier unten, blutrote Tanz. Geht leider noch einige Zeit, es sind viele bis dorthin. Eventuell muss ich halt andere Nots rausnehmen, aber ich weiß nicht welchen. Ich brauche eigentlich alle. Ja gut, müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Okay, da brauche ich zum Beispiel nichts, oder? Wäre auch nicht schlecht, aber eher nicht. Oder noch nicht. Ja. Ja, jetzt wird Ignite verstärkt in einem der neueren Builds, glaube ich, irgendwie 3-3-3 oder 3-2-3. Das ist auch nicht ganz genau. Einfach der nächste Patch. Und steht das überhaupt irgendwo? Nein, weiß es auch nicht. Aber vor allem einfach
Ignite wird verstärkt. Die haben das jetzt auch irgendwie, ich glaube, das Schaden sogar einfach verstärkt. Um 20%, glaube ich. Und dann, dass es irgendwie zweimal stark trifft, stark brennt. Ich weiß es auch nicht genau, wie sie das meinen. Aber das wäre vielleicht dann noch ein Bild wert, weil ich habe ja gerne Brandschaden. Egal was. Zum Beispiel Feuer, also Explosionspfeil. Wird vielleicht gehen ein bisschen mit Brandschaden, aber da hat man nicht so viele Nots. Ein Feuerballbild würde ich auch jetzt wieder gerne machen, ohne Toten. Habe ich einen gemacht mit Toten, aber nicht so weit, weil ich schon mir gedacht habe, es ist ein bisschen zu schwer dann in den Maps. Dann habe ich leider abgebrochen. Und jetzt könnte ich ihn eigentlich dann in der neuen Season weitermachen. Also neu beginnen. Und besser machen. Ja. Sicher Spaß machen. Dann könnte ich auch Elementarist nehmen. Aber ich fange an mit Pfeilfächer, weil das ist komplett neuer Angriff. Also viel größer und alles. Ja, nicht schlecht. Ja, immer zu wenig Mana, das nervt langsam. Ja, Baraka braucht so viel Mana, das ist extrem. Ja, man könnte den Bild sicher noch ein bisschen verbessern. Ich habe aber eben nicht ganz so eine Ahnung. Ich habe eigentlich noch nie so richtig Bluten verwendet. Und eventuell ist einfach mein physischer Schaden, Grundschaden noch ein bisschen zu gering. Der Bogen ist halt jetzt auch nicht ganz so stark. Ja, ich weiß es nicht. Müssen wir dann schauen, dass wir da noch ein bisschen etwas machen können. Ich hätte schon Lust, irgendwas noch frei zu spielen in der Season. Ist da aber langsam ein bisschen knapp. Also ich müsste ja jeden Tag eigentlich einen Part machen vom Let's Play. Genau. Und dann geht's hoffentlich gut. Also jetzt habe ich live Mana Leech noch geholt. Jetzt hoffen wir, dass wir einfach ein bisschen besser das Mana haushalten können. Und jo. Geht alles gut. Und ich nehme natürlich auch noch Mana Leech, ja, und Life Leech aus diesem großen Baum. Ja. Ja, schade, dass ich ein bisschen Kopfschmerzen habe noch. Ja, ich konnte nicht ganz so gut schlafen, nicht so lange. Einfach wegen der Konzentration tut mir ein bisschen leid. Das Spiel tut mich jetzt schon ein bisschen anstrengen wieder, weil halt, ja, ist schon ein starker Bild, aber gegen Bosse vor allem ist nicht ganz so gut. Irgendwie bluten die nicht so stark oder lang. Das ist halt auch ein Problem. Naja. Wenn der Bild jetzt schon so recht stark ist beim Gegner, Massengegner töten, dann wird er hoffentlich auch ein bisschen stark gegen Bosse dann später sein. Aber jetzt leider noch nicht ganz so gut. Die kleinen rare Gegner, die sind eigentlich relativ schnell auch tot. Ja. Irgendwie ist alles zu. Ah ja, der Chain hat halt auch viel Schaden weggenommen. Aber dafür haben wir jetzt Chain, also schon seit dem dritten Akt habe ich, im vierten Akt habe ich sie ja bekommen, genau. Seit dem vierten Akt habe ich ja Chain und deshalb mache ich jetzt auch weniger Schaden. 50% insgesamt auf Level 1. Das kann ich nochmal kurz schauen. Jetzt ist es 48, ja. Ich hoffe aber, es verkettet noch ein bisschen mehr. Aber es verkettet jetzt zweimal und später dann die Ascendancy noch einmal. Aber leider erst nach dem Übellabyrinth. Ich hoffe, das schaffe ich. Ja, weil gute Items habe ich noch nicht. So,
fürs Endgame. Fürs Übellabyrinth. Aber was wir machen können, dann ist die ganze Zeit den Teleport-Schuss nehmen. Einsetzen, oder? Hat keine Abklingzeit mehr dann. Und das hilft uns schon weiter im Übellabyrinth dann noch. Aber jetzt leider noch nicht. Also deshalb verwende ich ihn auch nicht, weil er schon eine komisch lange Abklingzeit hat. So, und dann gibt es noch einen, der Dachfahrschott. Ich kann ja alle mal noch kurz zeigen. Also eben, den habe ich zuerst genommen. Dann mache ich wahrscheinlich schnell und tödlich. Und dann mache ich Fahrschott. Fernschuss auf Deutsch. Und dann noch Querschläger. Ob das jetzt wirklich gut ist, ja, das müsste ich dann schauen. Also, das muss ich ja zuerst sehen. Wir werden halt schon ein bisschen wenig Defensive haben. Aber das ist immer so. Die tanky Builds machen einfach keinen Spaß. Das Spiel ist einfach unfair und dadurch machen auch die starken Builds eigentlich keinen Spaß im High-Level. Es ist einfach ein bisschen gemein, oder? Es ist einfach gemein. Ja, ich mache den anderen Build, ich mache einen Pfeilfächer Bild dann besser. Das ist Pfeifächer der andere. Wie heißt das? Wie heißt der andere Bild? Ding? Muss ich dann schauen. Ja. Jetzt red nicht so lange. Oh, der tötet mich schon fast. Manchmal sind die Bosse einfach so, sie attackieren plötzlich mit einer schweren Attacke, obwohl der Kampf eigentlich noch nicht begonnen hat, so richtig. Irgendwie immer unfair. Also, wir gehen mal kurz zurück. Und, ich muss mal kurz schauen, das Waypoint habe ich, ja. Pfeilregen, ja, Pfeilregen ist es. Oh, wieso bekam ich da nicht drauf? Genau. Den haben wir überhaupt nicht, oder? Doch, hier. Pfeilregen, ja. Der wird verstärkt, der wird cool. So. Wir haben gar nicht so viele Items gefunden, leider. Ja, ich muss mir wirklich überlegen, eventuell mache ich halt ein Bild mit Explosions-Arrow. Wird halt auch ein bisschen schwer sein am Anfang. Bis wir da genügend gute Items haben. Aber es gibt einen guten Bild davon. Der Slayer verwendet übrigens. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel mehr Schaden das macht. Als Sharpshooter. Nein, der andere Bild. Oder ist es Sharpshooter gewesen? Ja, ich glaube schon. Bin mal gespannt, weil Explosionsregen verwendet ja, er hat ja Dauer zum Beispiel. Es dauert, bis es explodiert. Und deshalb möchte ich das schon irgendwie so machen, dass ich natürlich das schneller zum Explosion bringen kann. Aber ich weiß es nicht wie. Sonst Caustic Arrow vielleicht, aber pff. Ja, das Spiel ist einfach mir ein bisschen zu nervig. Ich weiß es nicht, ich spiele es aber so gerne. Mal schauen, wie es auch ankommt, das Let's Play jetzt wieder. Und ich werde sicher danach wieder livestreamen manchmal. Und ja. Und wenn eben Pfeilregen auch nicht ganz so gut geht nächste Season, werde ich halt einfach aufhören mit Pufferfix. Langsam stinkt es mir schon ein bisschen. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Du bist immer zu schwach. Die Gegner sind immer zu stark. Wenn du einfach
schon weit im Game bist, oder? Am Anfang ist es ganz leicht, aber sobald du zu der Map kommst, ist es einfach nur unfair. Das Spiel ist mir einfach ein bisschen zu unfair manchmal. Ich weiß es ja nicht. Ich hoffe, ich mache schon weiter, also Lust habe ich schon weiterzumachen. Aber auch nicht Lust, irgendwie da irgendwie festzustecken. Aber der Bild geht jetzt relativ gut. Ich hoffe, dass der Bild wirklich gut auch in den Maps abgeht. Sonst habe ich dann keine Lust mehr. muss ich ja die Season beenden. Oder ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, es sind einfach immer die großen Gegner, die ein bisschen zu stark sind. Ein bisschen zu viel Leben haben. Für, ja, vor allem das Streuen, hä? Also Chain für Ketten. Das ist es. Und der Streuschuss natürlich. Ja, auf Englisch heißt er eigentlich, wie heißt er dort? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Split Arrow. Sollte eigentlich, ja, Streuschuss heißen. Aber es heißt Pfeilfächer. Es ist kein Fächer. Es ist eine Panflöte. So, da haben wir noch ein Bestial. Die sind nämlich gut fangbar mit diesem Bild. Also du siehst ja auch bluten und dann kannst du abwarten, bis sie weniger Schaden, kein Leben mehr haben. Und dann kannst du eigentlich die fangen. Ganz am Anfang der Bestiary League waren die Gegner ja schwerer zu besiegen. Dadurch, dass sie nicht früher schon eingefangen werden konnten. So, da habe ich gefangen, der war leicht. Hat einfach ein bisschen Schaden gemacht durch diese Bonis von den Bestiaries. Aber gut, läuft gut. Der Bait ist schon ein bisschen stärker irgendwie. Weiß ich auch nicht wie. Einfach durch die Level. Weil ich habe ja jetzt nur defensiv. Naja, ich habe einfach Mana und Intelligenz geholt, das ist nicht defensiv. Naja. So, dann ist leider auch die Zeit bald vorüber. Was soll ich noch sagen? Ja, es ist jetzt einfach noch die Quest, dass ich hier noch die zwei anderen Teile suchen muss. Und sonst ist es eigentlich fertig. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich Wahlpakt nehmen soll, wahrscheinlich nicht. Ja, das können wir dann extra noch nehmen. Ich gehe unten durch. Ich brauche unten die Nutz. Und jo. Also, ich werde noch ein bisschen weiterspielen und den Bild dann einfach ein bisschen höherlevelig noch zeigen. Auch eben wegen den Zeitgründen, sonst müsste ich da immer wieder Videos machen und dann verliere ich Zeit, Pufferfexer weiter, also einfach weiter zu kommen. Und deshalb, ja, zeige ich immer dann wieder ein bisschen Fortschritt. Am besten jeden Tag, hä? Pufferfexer kann ruhig jeden Tag kommen. Und jo, viel Spaß noch mit anderen Videos oder eben bis morgen der zweite Part kommt. Und jo, viel Spaß noch mit anderen Sachen, Gamen, Schule oder Arbeit haben oder einfach zu Hause sein und sonstige Sachen machen. Tschüss!